Hi Leute, willkommen zurück zu Flutland. In dieser Folge habe ich mir eigentlich einiges vorgenommen gehabt. Ich wollte ein Lagerhaus bauen, ein großes. Ich wollte viel Einfluss gewinnen. Es steht eine Fischkrise an, da wollte ich entgegenwirken und so weiter. Hat jetzt alles nicht wirklich geklappt. Wenn es euch interessiert, was passiert ist, schaut gerne ins Video rein. Wir sehen uns, bis gleich. So, dann machen wir mal im Game weiter. Wir müssten hier ja eigentlich unterwegs sein, Arbeitskräfte irgendwie hier zu finden, beziehungsweise da sind wir. Die Ruinen untersuchen wir und... War es nicht auch gerade noch markiert? Achso, Schweißbrennerbräu. Ja. Da drin, Stadion, Ruine, da sind wir auch unterwegs hin, genau. Da kriegen wir neue Siedler. Da kriegen wir dann auch neue Siedler und hier kriegen wir einfach bloß. Nein, wir können das hier abschließen. Das ist, was wir im Funkturm gefunden haben. Okay. Was ich gesehen habe, Kriminalitätswelle. Verringert die Kriminalitätsauswirkung um 50%. Jetzt weiß ich nicht, was ich da genau machen muss. Schauen wir nochmal schnell rein. Autoritätssicherheit. Nein, Kriegsrecht meinen sie nicht. Steht ja bloß Recht. Recht kann ich nicht einführen. Recht gibt's nicht. Also man kann ein Recht wohl einführen, aber jetzt nicht das Recht, das 50% hier irgendwie eindämmt, oder? Wo war man? Öffentliches Festmahl, Flagge und Bräuche. Einführung der Polizei. Miliz? Auch nicht. Also alles ist in dem Spiel nicht ganz so auf Anhieb einleuchtend, wie es sein sollte. Jetzt machen wir mal hier die Fischkrise. Wir brauchen also auf jeden Fall in allen unseren Gebäuden, die Nahrung produzieren, brauchen wir. Müssen wir schauen, dass wir auch Nahrung finden. Damit wir unsere Lager vollknallen. Wir haben hier deutliche Kapazitäten noch frei. Das werden wir eben noch ein bisschen einstellen. So, in diesen befinden sich keine Ressourcen mehr. Auch keine Ressourcen mehr. Das ist doof. Was haben wir da unten? Holzfäller brauche ich nicht weiter. Was haben wir hier? Wildbeuterhütte. Da habe ich 2 von 2. Und wir haben eigentlich... Was haben wir noch? 105 haben wir noch in der Gegend. Okay. Haben wir noch eine weitere Wildbeuterhütte? Nein. Eine Kräuterfarm, das ist für Medizin. Das studieren wir. Eigentlich habe ich auch nicht wirklich noch irgendwas, wo ich Lebensmittel bekomme, also Nahrung. Ein bisschen ist hier, aber das reißt es jetzt nicht wirklich raus, ne? Ich habe eigentlich nirgends mehr irgendwas. Wenn ich jetzt hier so eine Kräuterfarm mache. Wildbeuterhütte. Bringt mir ja auch nichts. Die findet ja nirgends mehr was. Und die hat alle 3 Ressourcen schon im Einzugsgebiet. Ah, da wäre noch was.
Könnte ich allerhöchstens noch ein Fischpier bauen. Oder ein Kai oder wie es auch immer heißt. Das machen wir mal schnell. Was? Ach, Mist. Ah! Aufwertung abbrechen. Das ist dann natürlich auch überhaupt nicht im Einflussbereich. Kann man das versetzen? Nee, ne? Nachtschicht, Produktion anhalten, Abbau und höhere Priorität. Das will ich nicht. Ich würde es eigentlich umversetzen, aber es geht nicht. Okay. Na, dann hilft ja alles nichts. Dann werden wir einfach mit dem zurechtkommen müssen, was wir haben. Oh, gut. Dann kümmern wir uns einfach mal um den Einfluss. Die schlafen wohl alle. Ja, kleines Lagerhaus, genau. Lagerfeuer wollte ich klauen, da haben wir es. Wir sind da. Generieren Zufriedenheit, 8%. Ja, es wächst alles, gut. Vielleicht kann man noch irgendwie eine Kantine bauen, das könnten wir auch mal schauen. Freizeit, Kantine. Dabei Bretter, okay, Bretter habe ich nicht, also müsste ich erstmal. Wohlergehen, nee, Wachstum. Holzverarbeitung. Macht Bretter. Ich habe noch keine Holzverarbeitung. Dann werden wir das doch schnell machen. Wo haben wir am meisten Arbeiter? Machen wir es hier unten, oder? Führt zur großen Unruhe. Den Clan verbannen, das will ich jetzt nicht wirklich. Feindliche Beziehungen mit Good Neighbors steigern die Unruhe. Ja, auch das will ich jetzt nicht wirklich. Ich werde das Ganze einfach so machen, dass ich den Clan, wie heißen sie? Baikut 3, nicht verbanne, aber hier auf diese einzelne Insel nehmen. Kleines Lagerhaus, das muss ich dann aufwerten. Kann ich schon mal machen. Und dann kann ich das hier irgendwie als Mittelpunkt nehmen, oder? Geht okay, das schon jetzt gleich? Bezirksverwaltung. Informationen, Umsiedlung. Aktuelle Angelegenheiten, Hunger, bla 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 bla. Informationen. Schau mal, was kann das große Lagerhaus? Oder das mittlere Lagerhaus? Da muss man schnell die Forschung an. Was haben wir? Nein, da sind wir nicht. Aha, da sind wir. Überleben. Wir haben ein mittleres Lagerhaus, das ist bei. Oh, wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Erkundung. Mittleres Lagerhaus, genau. Und das große Lagerhaus. Oh, ich habe eigentlich gedacht, man kann jetzt den irgendwie. Ach, na, Schmarre. Das war das Lagerhaus der Pfadfinder, ne? Neue Bezirke gründen. Also Reichweite vergrößern. Okay, das haben wir jetzt schon. Lagerhaus der Pfadfinder. Ist das ein Lagerhaus der Pfadfinder? Ja, ich habe das Lagerhaus hier schon gemacht. Wie sage ich jetzt den, dass er irgendwo hin soll? Bezirksverwaltung? Nee. Clanbeziehung, Clanprofil. Den Clan verbannen will ich nicht. Ich will den Clan irgendwo hinschicken. Hier sind aber die Good Neighbors. Okay.
Ach so, die Bezirksautonomie muss ich erst einführen. So war es, genau. Ach ja, jetzt habe ich mal schon die ganzen Rechte angeschaut und Gesetze und blick's immer noch nicht. Es ist einfach zu viel auf einmal. Das ist der Hammer. Ja, dann muss ich es jetzt aussetzen. Komm, dann mach mal weiter. Irgendwie wird es schon weitergehen. Personen gefunden. Neue Menschen und Ressourcen gefunden. Dietrich habe ich gefunden und 32 clanlose Menschen. Wir sind hier anderen Menschen begegnet. Sie würden sich uns gerne anschließen. Willst du sie in unsere Siedlung haben? Ja, lad sie zu uns ein. Im Moment nämlich alle, was kommen. Wir haben Leute getroffen, die noch keinem Clan angehören. Sie möchten sich uns gerne anschließen. Du kannst einen Clan wählen, dem die meisten beitreten sollten, aber sie selbst sollten die endgültige Entscheidung treffen. So, was haben wir? Wir haben 30 mal Feuerwache. Wir haben in Berghut 3 haben wir 16 und wir haben 15 mal Good Neighbors. Ich würde sagen, wir gehen auf die Good Neighbors, oder? 62 Unruhe und auch 62 Unruhe. Ich glaube, wir tun es zu Berghut. Sie werden sich also dem Clan Berghut anschließen. Berghut 3 anschließen. Was ist das eigentlich? Plastik gefunden, okay. Ah, die Anzahl der Bezirke mit hoher Kriminalitätsrate ist 1. Was haben wir hier? Risiko einer Krankheit in Korallenfarmen. Alle Menschen brauchen eine Unterkunft. Okay, was haben wir noch an Obdachlosen? 29, dann sollte ich hier vielleicht noch ein bisschen was bauen. Das hört sich gut an. Wachstum, Überleben. Nein. Hallo? Wohlergehen? Zelt? Seine große Farm. Zelt. Das sind jeweils drei, dann bauen wir ein paar Zelte. Ein Zelt. Zwei. Drei. Vier. Oh, fünf Zelte. Fünf, sechs, sieben. Acht Zelte. Acht mal drei sind 24. Dann haben wir immer noch fünf Obdachlose, aber immer noch besser wie gar nichts. Im Eigenabschnitt wurde was gestohlen. Warum im Eigenabschnitt? Okay. 48 Kriminalitätsrate. Und was haben wir hier unten? Auch 48, okay. Ja, komm, mach mal weiter. Lass uns über neue Gesetze sprechen. Wir sollten dafür sorgen, dass unsere Freiheiten geschützt werden. Ja, komm, machen wir mal. Gesetze wollten wir aber machen. Freiheit. Freiheit. Wollen wir Tradition, Spezialisierung? Autorität? Autorität hat viel mit Freizeit zu tun. Wir wollen als erstes mal die. Nein, wollen wir nicht machen. Die können wir uns beim besten Willen nicht leisten. Wir haben jetzt gerade mal 7. Eigentlich können wir uns gar nichts leisten, so wie es ausschaut. Ja, gut, dann lassen wir es jetzt mal laufen. Schauen uns einfach nebenbei ein bisschen die einzelnen Gebiete an, was wir noch verbessern können. Wir müssen das Problem analysieren, um die Lösung zu verstehen. Das ist mir schon klar. Danke für den Tipp. Einführung der Polizei. Ja, gut. Sobald ich 20 habe, kann ich darüber nachdenken. Vorher nicht. Ich könnte selber ein wenig daran arbeiten, dass wir hier irgendwas bekommen. Ich könnte natürlich auch hier oben nochmal schauen, dass ich irgendwas mache. Schauen wir mal. Wir können hier oben auch nochmal ein Lagerfeuer machen. Ich glaube, ich habe ein wenig zu viel gebaut, hä? Mist.
Ach, schade. Versunkene Ruinen durchsuchen. Wenn ich die durchsuche, dann könnte ich eventuell mal was hier schaffen. Also Platz schaffen. Durchsuchen mit Dietrich. Achso, war das hier mit Dietrich oder was? Ne, mit Zahl. Was meint Dietrich? Achso, ne, wird ganz normal durchsucht. Alles klar. Da brauche ich einen Schweißbrenner auf jeden Fall dafür. Nochmal Stadionruine, okay. So, die Zelte werden errichtet. Jetzt habe ich bloß noch 11 Obdachlose im Moment. Und geht immer weiter, jawohl. Das Zelt ist dann auch gleich, wenn die Nacht vorbei ist, fertig. Hier wird immer überall was gestohlen. Ah, geht aber langsam zurück. Ja, dann macht doch mal. Ich weiß, dass wir Freiheiten schützen müssen. Monsterfischbefall. Okay. Der ist also jetzt endlich da. So wie es ausschaut. Ja, Nahrungsquellen entschlossen. Wie soll ich denn das machen? Ich habe ja keine Quellen mehr. Ich habe eigentlich gar nichts, so wie es ausschaut. Oh Gott. Ich schätze mal, das war's. Mal. Was haben wir denn alles an Quellen? 0, da haben wir 11, da haben wir 6. Wie schaut es hier unten aus? Da haben wir überall noch ein bisschen was. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall schaut es doch ziemlich... ja, bitter aus. Straßen bauen oder Wohngebäude in der Nähe zu errichten. Kann ich schon Straßen bauen? Nö. Sollte ich ja Wohngebäude in der Nähe bauen? Okay, dann machen wir doch mal ein Wohngebäude in der Nähe. Hier oben habe ich die Obdachlosen noch, oder? Ja, habe ich hier. Also wenn ich hier noch zwei Zelte baue, müssten alle versorgt sein. Einmal. Zweimal. Ja, okay, sind alle weg. Schön, schade. Eigentlich kann ich ja auch das Kai hier einstampfen, oder? Ja. Warten wir es mal ab, schauen wir mal weiter. Wie schaut es denn hier eigentlich aus? Ihr habt doch hier einen Auftrag bekommen, eigentlich den abzubauen, durchsuchen. Warum macht ihr das nicht? Die
Du bringst zumindest irgendwas zurück. Ist schon etwas seltsam. Können wir noch irgendwas bauen? Irgendwas fürs Überleben? Wasser? Oh, haben wir auch nicht genug. Wasser, machen wir mal irgendwie Wasser noch. Wäre schön, wenn es hier oben noch geht. Wie lange dauert das noch? Mit den. Ich glaube, 5 Tage waren angesetzt, oder? Ja, ein Trinkwasser gestohlen. Ja, gut, kann ich ja nachvollziehen. Wenn es eh wenig gibt. Oh, Menü öffnen. Ja, kann aber nichts machen. Ja, gut. Ich habe hier oben auch keine Quellen, oder? Da hinten ist irgendwas. Aber da bin ich noch nicht. Kann ich da erstmal irgendwie erkunden? Nee, kann ich nicht. Gut, dann werden wir wohl mal unseren Funkmasten wieder reaktivieren müssen, oder? Übertragung starten. Was braucht man? Wir brauchen Nahrung. Wir haben was gefunden. Wo muss man hin? Dann und da. Nahrung gibt es jetzt da nicht wirklich. Ah doch, da unten gibt es Nahrung. Das ist cool. Dann gehen wir da runter. So. Expedition starten. Baumaterialien nehmen. Wie, ich habe keine Freunde mehr. So, eins ist schon wenig. Dann, was machen wir dann? Haben wir da Holzverarbeitungsanlage? Das sind bloß 3 von 4 drin. Das ist ein Spezialist, oder? Machen wir den raus. Und was machen wir noch? Forschung können wir auch nochmal andere rausmachen. So, die 3. Schauen wir mal, ob es für 20 Tage geht. Das langt nicht. 10 Tage ist, haben wir doch sowieso nichts. Wie sollen denn das Essen mitnehmen? Okay. Wir können ja mal einen schicken, das ist ja der Hammer. Okay. Das schaut schlecht aus gerade. Na man, ausgeglichene Arbeitszeiten. Menschen brauchen 10% mehr unbedenkliche Nahrung. Das ist ein Geschmarri. Und hier die Unruhe verändert sich um minus 10 in der Siedlung. Habe ich ja keine andere Wahl, oder? Machen wir einfach mal. Gut.
Werden wir sehen, ob das was gebracht hat. Wenn wir schon Gesetze haben müssen, dann sollten es auch gute Gesetze sein. Wie zum Beispiel dieses, okay? Danke. Was sagen die anderen dazu? Unser Clan freut sich über deine Bereitschaft, für Ordnung zu sorgen. Mach weiter so. Gut. Und, was sagt ihr, guten Nachbarn? Ihr seid ein bisschen frustriert, oder? Ja, so wie es anschaut, sagt ihr gar nichts noch. Eine sehr gute Entscheidung. Ein Oberhaupt wie dich haben wir bitter vermisst. Das Problem ist einfach bloß, ich habe jetzt keinen Einfluss mehr. Scheiße. Ja gut, dann dauert es halt wieder ein wenig. Habe nichts mehr zu essen. Das ist die Holzfällerhütte. Die Wildbeuterhütte. Da kann ich nichts mehr reintun. Kann maximal da noch irgendwie Leute einstellen. Was sind da? Ach, die sind hungrig. Ja. Ich glaube, hier unten habe ich keine Arbeitskräfte mehr frei, oder? Wo habe ich das gesehen? Ich glaube nirgends, oder? In der Bezirksverwaltung? So, Informationen brauche ich, genau. So, da haben wir 22 frei, oder? Ja, genau. 22, ja, genau. Und was haben wir hier unten? Da haben wir 3 frei. Ach ja, das waren die, die ich gerade eben für die Expedition raussuchen wollte. Gebiet nicht erreichbar, genau. So genau habe ich mir das vorgestellt. Kräuter, wenn... Na, Kräuter brauche ich ja nicht. Ich brauche ja Nahrung. Wildbeute. Fischerkai. Das sind Bären. Die kann ich doch mit der Wildbeutehütte bauen, oder? Die kann ich wieder bloß mit dem hier machen. Da hat man teilweise. So. Noch irgendwas? Noch irgendwo irgendwelche Kräuter, die auf mich warten? Beziehungsweise irgendwelche Beeren? Oben auch nicht, oder? Nein. Schade aber auch. Hier oben habe ich wieder Arbeiter bzw. Einwohner. Warum kann ich den nicht... Gebiet nicht erreichbar? Okay. Na gut, komm. Was wollt ihr das? Holen wir uns noch ein paar Leute dazu. Hunger. Was bedeutet denn das jetzt? Bisschen hungrig, viel hungrig, oder wie? Na gut. Schauen wir mal, ob wir das in den Griff kriegen. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Irgendwie bin ich gerade ein wenig planlos. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare unten rein. Ein, zwei Tage habt ihr Zeit, dann kommt die nächste Folge. Also bitte schnell. Dann kann ich darauf reagieren, dann kann ich da irgendwas machen. Aber ich habe gerade absolut keinen Plan. Wahrscheinlich ist es besser, wenn ich es einstampfe. Aber ich will es eigentlich irgendwie nicht. Also,
Wie gesagt, schreibt mir unten was rein. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Ciao, ciao. Ups, Moment. Neuer Clan entdeckt. Wir sind benachbarte Familie aus Oak Hill, die den Vorfall im Bunker eines Preppers überlebt haben. Einige Jahre nach der Katastrophe begann die Belüftung des Bunkers zu versagen, sodass wir gezwungen waren, an die Oberfläche zu kommen. Wir haben viel technisches Wissen, aber aufgrund unserer geschwächten Immunität nach den vielen Jahren im Schutzraum sind wir leider anfällig für Krankheiten. Was auch immer der morgige Tag bringen wird, wir sind fest davon überzeugt, dass unser vorrangiges Ziel der Wiederaufbau der alten Welt sein sollte. Gut. Okay. Dann machen wir jetzt aber wirklich Schluss. Um den neuen Clan kümmern wir uns in der nächsten Folge. Wie gesagt, bleibt gesund, haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.